Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen aus einer ganz besonderen Kabine auf der Quantum of the Seas. Und zwar ist das so ein Kabinentyp, so aus der Kategorie Kabinen, die wir uns wahrscheinlich nie leisten können. Und zwar ist das die Royal Loft Suite. Wenn wir mal gucken, hier einmal ein riesiger Wohnbereich. Und der sieht auch wirklich so aus wie ein Wohnbereich, also wie ein Designer-Wohnzimmer. Auch hier diese gemischten Kissen, wo wir ja auf der Mein Schiff 3 gelernt haben, das nennt sich Homing. Ja? Man hat also mal ein Kissen gekauft, dann ein zweites, dann ein drittes, dann ein viertes. Passt alles gar nicht zusammen, ist aber trotzdem ganz hübsch. So, ein riesiger Fernseher befindet sich da. Und darunter, ja, auch wenn die meisten wahrscheinlich hier nie wohnen werden, auch eine deutsche Steckdose oder eine europäische vielmehr neben der amerikanischen. So, wir gucken mal weiter und zwar hier in die andere Richtung und wir sehen schon eine riesige Glasfläche. Das sieht wirklich toll aus. Ja? Einmal eine gewaltige Glasfläche und dann da ja, ein Esstisch. Also hier kann ich richtige Dinnerpartys veranstalten mit Plätzen für 8 Leute. Extrem geschmackvoll, gefällt mir ausgesprochen gut. Hier mit riesigen Kunstwerken, da muss ich mal ein bisschen, das spiegelt sich sonst, muss ich mal ein bisschen an die Seite gehen. Ja, also pah, toll. Dann dieses Sideboard, also das sind eben nicht so Möbel, die man mal eben bei Ikea oder so gekauft hat, ne? Sondern da sehen auch schon die Möbel richtig teuer aus, kann man nicht anders sagen. So, aber was ist das hier? Nee, keine Nespresso-Maschine, sondern, ja, wenn man das sieht, denkt man so, Mensch, da hätten sie doch ein paar Dollar mehr ausgeben können für eine ordentliche Kaffeemaschine, ne? Also, vielleicht ist das nur ein provisorisches Modell oder so, aber ja, das ist jetzt nicht so spektakulär. Ja, Steckdosen, zweimal USB zum Aufladen von Smartphones, dann europäisch und zweimal amerikanisch. So, was hier so drin ist, da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Einmal eine Minibar. Die geschlossen ist, ach nee, die offen ist. So, jetzt würde man denken, in so einer Loftsuite ist da Champagner oder so drin, aber von wegen, die ist gerade leer. Gucken wir mal, was wir noch haben. So, einmal der Blick auch in die andere Richtung. Ja, es sind hier immer andere Menschen drin, aber bei so einer großen Kabine ist das im Grunde völlig egal. Ja. Also, oh ja, jetzt werde ich einmal rausgehen auf den Balkon. Die Gunst der Stunde nutzen, dass da gerade mal offen ist. So, aufgeschoben. Einmal einen Platz, um hier zu sitzen. Ja, dann da hinten so richtig. Also ich denke, nagelt mich bitte auch nicht drauf fest, man wird sich hier Essen servieren können. Das kann dann da hinten abgestellt werden und das kann dann hier draußen serviert werden. Mit einem fantastischen Blick, ist ein bisschen windig, hoffe es rauscht nicht, mit einem fantastischen Blick nach draußen. So, hier sind dann auch nochmal weitere Rattanmöbel und ein Private Whirlpool sozusagen, der gerade abgedeckt ist. So, wir gehen mal nach innen, wollen mal gucken, was es da noch gibt. Gehen auch gleich mal dann nach da oben. Also sicherlich eine der spektakulärsten Kabinen, in denen auch ich jemals gewesen bin. Jetzt kann man sich fragen, was ist das denn hier? Zu Hause würde man sagen, das ist das Gästezimmer, ja? Aber nochmal ein zweiter Fernseher. Vielleicht wenn man die Schwiegermutter dabei hat oder so, kann man die hier irgendwie währenddessen unterbringen. Keine Ahnung. Also das ist mir jetzt nicht so ganz klar, wofür das ist. Hier geht es auch nochmal raus. Ach, hier, ach guck mal. Hier ist auch noch mal ein weiterer Balkon. Hier fehlen noch die Möbel. Offensichtlich, vermutlich kommen die noch. Also, so, Gott, jetzt habe ich hier die ganze Gardine hängen. So, wollen wir mal reingucken. Ach guck mal, hier sind die Schränke auch beleuchtet. Das ist in den normalen Kabinen logischerweise nicht so. Ja, das ist natürlich alles noch mal ein bisschen edler. Auch hier ein Fernseher, der nicht ganz so groß ist wie der nebenan. Frage, wo geht es hier lang? Wahrscheinlich, auf die Toilette. Und die ist gerade in Beschlag genommen hier. So, also einmal hier das Waschbecken. Das sieht relativ normal aus. Da die Toilette. Aber guck mal, wo geht es hier hin? Was ist das denn? Hier führt also eine Tür. Mann! Also, ich habe schon vieles gesehen, ja, aber so eine offene Dusche, das sehe ich gerade auch zum allerersten Mal, die so zum Meer nach außen offen ist. Hier ist dann noch eine zweite. Kann man dann zu zweit duschen sozusagen, wenn man das möchte. Ja, ein Waschbecken nur, aber zwei Duschen. Und ich nehme mal an, das habe ich jetzt gerade nicht geguckt, dass man da von außen nicht reingucken kann, weil das wäre ja doch ein bisschen komisch, wenn man irgendwie im Hafen liegt oder so, ne? Also nicht irritieren lassen. So, jetzt gehen wir wieder raus, hier aus dem Bad und mal gucken, was wir hier unten hier noch haben. Ja, jetzt geht es, ja guck mal, hier ist noch, das ist natürlich sehr standesgemäß, natürlich wird man hier begrüßt mit Champagner, wie sich das gehört.
Ja, hier unten haben wir, denke ich, alles gesehen. Also gehen wir mal nach oben auf die zweite Ebene über diese Treppe. So, und dann gucken wir mal, was hier überhaupt noch ist. Ach, guck mal, hier ist mal von oben noch mal einen ganz guten Blick nach unten. Also da einmal auf die Sitzgruppe, auf den Esstisch. So, also ja, das ist sicherlich eine der spektakulärsten Kabinen aller Zeiten. Aber mit diesem Wort spektakulär wollte ich mich hier auf dem Schiff ein bisschen zurückhalten, weil man das wirklich inflationär gebrauchen kann. Ja, guck mal, hier kann man sich dann irgendwie hinsetzen, kann dann was lesen. Ja, also warum sollte man das in öffentlichen Bereichen tun, wenn man das hier machen kann? Ja, kann dann noch sogar dann dabei rausgucken. Das ist, also da fehlen einem so ein bisschen die Worte, ne? Ja, was soll ich sagen? Also das ist schon hammermäßig. Ich kann das Ganze dann hier übrigens, wie ich gerade sehe, auch abdunkeln. So, ja, ist ja dann auch sinnvoll, wenn man schlafen will. Ich mag es ja auch gerne dunkel nachts. Hier dann mal der Blick auf das Bett. Also kann ich dann hier liegen morgens und dann habe ich wirklich einen Blick da nach draußen. Also, ja, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Wenn man sagt Owner Loft Suite, okay, Owner, das ist ja normalerweise dann der Eigner des Schiffes. So, also wenn dann der Boss von Royal Caribbean kommt, ja, der kann dann hier übernachten. Aber ihr natürlich auch, wenn ihr das Geld investiert. Müssen wir mal gucken, was die kostet, zu welchen Zeiten. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt dachte man ja, okay, das Bad da unten vielleicht ein bisschen popelig klein, aber hier kommt noch was anderes. Nämlich, hier ist das richtige Bad. Einmal ein Waschbecken. Dann hier eine ganz besondere Badewanne. Also ganz besonders, weil die hat so eine interessante Form. Also die sieht so aus, als ob sie sehr teuer war. Irgendein Industriedesigner oder so hat die bestimmt designt. Hier gehen wir mal weiter. Was ist das denn hier? Das gibt's doch nicht. Es geht nochmal raus. Also man denkt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass eine einzige Kabine so viele Außenbereiche hat. Ja, hier nochmal ein Whirlpool. Und dann eben hier zwei Plätze auch nochmal, um zu sitzen. Also Wahnsinn. Ja. It's amazing, isn't it? Yes. Yeah. Und hier ja quasi eine riesige begehbare Dusche. So, riesig. Also hier habe ich auch gar keine Probleme zu finden. Das ist ja sonst immer in diesen Badbereichen eine relativ enge Geschichte. Ja. Und wenn man denkt, es kommt gar nichts mehr, dann geht es hier wahrscheinlich doch auch noch weiter. Ja, das ist dann wahrscheinlich so das Ankleidezimmer, denke ich mal. Also wo man nun diverse Schrankfläche hat, alles stilvoll beleuchtet mit den Bademänteln drin. So, ja, also hier kann man sich dann auch 6 Wochen aufhalten. Da reicht dann auch die Schrankfläche. Jetzt ist es ja so, wenn man 6 Wochen irgendwo ist, will man es vielleicht zwischendurch mal arbeiten. Das kann man dann hier tun, an diesem Schreibtisch. Ja, kann man hier Platz nehmen. Das ist hier eine Scheibe. Ah, nee, man könnte denken, es ist eine Scheibe hier dazwischen. Aber, ja, aber es ist so, dass das offen ist. Kann ich hier also vom Schreibtisch dann wunderbar aufs Meer gucken. Ja, kann ich hier noch irgendwie. Ach, guck mal, das kann ich jetzt hier irgendwie hochklappen. Ach, aha. Das ist ja sehr spektakulär. Guck mal, hier seht ihr auch mal mein tolles Kamerasetup. Aha, bestehend aus meinen 2 Kameras. Also da kann ich mich dann irgendwie morgens frisieren oder so. Oder aber ich kann meinen Laptop da reinpacken. Oder was auch immer. So, was haben wir hier noch drin? Ah, natürlich, eine Minibar reicht natürlich nicht, ne? Sondern hier gibt es dann noch eine zweite. Da ist auch noch die Gebrauchsanweisung drin, weil es alles noch sehr frisch ist. Also, ja. So, ich sage jetzt nicht nochmal das Wort spektakulär, weil es langsam langweilig wird, aber ich denke, wir haben alles gesehen. Diese Royal Loft Suite, unglaubliche Geschichte. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr übrigens was buchen wollt, muss nicht diese Loft Suite sein. Verwendet gerne den Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.